Herzlich willkommen zurück zu Quantum Break oder Quantum Break, wie auch immer, kann man halten wie ein Dachdecker, Hauptsache es geht schief. Wir hören hier die Stimme von jemandem. Ich würde sagen, bevor ich irgendwas anderes mache, schauen wir da schnell nach. Ihr seid diejenigen, die uns verdammt nochmal beschützen sollen. Ist es wieder der Schlagbolzen? Das ist doch der Taxifahrer, den wir vom Anfang des Spiels kennen. Der von dem Liam Burke gefangen genommen wurde. Mich verarschen? Ich hab eure gottverdammten Aktien gekauft, du paramilitärisches Stück Scheiße! Wer bist du? Willst du eine Knarre haben? Sieh mich an! Ich muss meine Ehre parieren. Gib mir... Okay, sie wollen ihn erschießen, aber seine Waffe geht nicht. Jetzt haben sie uns natürlich bemerkt, weil... Warum komme ich hier nicht rein? Weil ich... Weiß ich nicht, ich darf hier auf dem Mairand nicht rein. Okay, habe ich eine andere Waffe? Ich meine, ja. Ich bin da nicht mit Absicht runtergelaufen, falls das jetzt gerade jemand denkt, ne? Also, gut. Das hat gut funktioniert. Machen wir das doch mal. Mir graut schon vor einigen Geschicklichkeitspassagen. Ich hoffe, mein neuer Controller kommt bald an. Okay. Spielen wir das Ganze halt doch mal. Wir sind hier im Industriegebiet. Immer noch. In der Nähe der Trockendocks. Und hier wurden die Zeugen von der Universität hingebracht und sollen hier umgelegt werden. Ist es wieder der Schlagbolzen? Ja, denke schon. Die Kompromisslos-Variante. Das haben sie natürlich gehört mit den Brettern. So. Ich dachte, ich hätte gerade meine Waffe geswitcht, aber habe ich offenbar nicht getan. So, wenn das rot ist, dann bedeutet das, glaube ich, immer, dass das Ziel dadurch schon getötet wurde. Na. Okay, es waren zum Glück nur zwei. So, vielleicht darf ich jetzt hier rein. Ach, ich hätte X drücken müssen. Stand das da vorhin auch schon? Dann habe ich mich... Okay, dann habe ich mich irgendwie blöd... Du bist dieser Taxifahrer. Blöd angestellt. Du hast mich zur Uni gefahren. Was ist hier los? Sie bringen alle um. Alle von der Universität. Sie haben mich einfach aus meinem Taxi gezerrt. Mein Gott. Du hast meinen Arsch gerettet. Wie konntest du dich befreien? Das muss ich noch herausfinden. Okay, und hier, was kann man da sagen? Ich will nicht die Waffe aufheben, ich will mit dem Typen hier... Ihr Arschlöcher! Meine Rede, das ist echt nicht cool, wow. Oh, da ist Amy. Monarchs sollten doch die Guten sein. Gib den Kampf nicht auf. Das waren meine letzten Worte an Sie. Es läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass ich... Wir sind nicht hier, um über Amy zu sprechen. Ja, habe ich erwähnt, dass das die Frau ist, aus dem Monarch Hauptquartier, mit der wir da reden, die ist... Die verteidigt natürlich das, was Monarch getan hat, ne? Ist nicht unbedingt so freundlich, wie wir es sind. Ist keine gute, glaube ich. So, was haben wir hier? Irgendwas Wichtiges? Ground Zero Operation von Paul Serene an Sophia Emerald. Okay, die Sophia Emerald kennen wir noch gar nicht so richtig. Wer das ist, das... Ich nehme mal eben den Cursor aus dem Bild. Das wäre vielleicht ganz gut so. Okay. Ja, da geht es um den Riss der Zeit. Und hier haben wir, glaube ich, noch was Wichtiges. Augentropfenfläschchen, Martin Hedge Rezept enthält Kronon. Kronon, erinnert euch, das sind diese Kronon-Partikel, diese Partikel, die fiktiven Partikel, die hier so für die Zeit zuständig sind, die bei uns durcheinander geraten sind, deswegen wir bei Anomalien, oder auf Englisch Stutter, das klingt eigentlich ein bisschen besser, das klingt mehr so nach angehaltener Zeit, uns da bewegen können und auch unsere Zeitfähigkeiten haben. Okay, Kumpel. Ich muss wirklich zu den Trockendocks. Irgendeine Ahnung, wie ich dorthin gelange. Die Trockendocks. Ja, ich glaube, ich kenne den Weg. Egal, was du brauchst. Ich helfe dir. Okay, cool, Kumpel. Wir haben jetzt einen verbündeten Taxifahrer und er bekommt die Tür nicht auf. Man muss drücken. Der Klassiker. Rexis. Wir müssen durch dieses Gebäude, um zu den Trockendocks zu kommen. Das, was er auf seinem Rücken hat, Rexis, das ist übrigens so eine Footballmannschaft. Der Mann hier war nämlich mal... Gott sei Dank bist du okay. Der war nämlich mal... Was ist mit dem Typen, den du auf dem Campus getroffen hast? Geht's ihm gut? Nein. Nicht wirklich. Oh, jemand will... Das ist alles total verrückt, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Wir können nicht zulassen, dass sie damit durchkommen. Das Tor ist verschlossen. Hier muss es irgendwo so ein Tordings geben. Okay, such mir das Tordings. Ich sehe mir das an. Was ich sagen wollte, der Typ ist Footballspieler gewesen und... Mann, Spiel, red mir doch nicht ständig dazwischen.
Das ist echt krass. Dafür werde ich sorgen. Aber hallo. Wenn wir hier raus sind, verpfeife ich diese Arschlöcher bei WikiLeaks. Oh, hey, bei WikiLeaks, soll er sagen. Ah. Okay. Okay, das Tor schließt sich zu schnell. Nicht unbedingt. Na, nochmal. So. Heilige Scheiße. Du hast gerade... Was bist du? Ein verdammter X-Men? Das war... Okay. Nicht ausflippen. Das ist, Verdammt abgefahren, Mann! Okay. Nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Nein. Dachte ich damals auch nicht. Ja, wir haben ihn sehr... Ich wusste, dass solche Dinge existieren. Als lustigen Teamgefährten. Ich habe schon so einiges gesehen, Mann. Bin ich froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Bist du ein Experiment der Regierung? Haben die dir erzählt, was hier los ist? Ich weiß nur, was mein Bruder mir erzählt hat. Die Zeit fällt in sich zusammen und Monarch hat irgendwie damit zu tun. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Du zeigst auf die Lampe. Oh, dort oben ist ein Fenster offen. Ach, du zeigst aufs Fenster. Okay, dafür hast du aber nicht hoch genug gezeigt. Warte hier, ich werde es versuchen. Oh ja, jetzt kommt wieder eine Kletterpassage. Das hier ist gelb. Mann, dieser Ort ist gruselig. Okay. Monarch hat das ganze Gebiet 2010 erworben. Aber die eigentliche Frage wichtig, ist, was er sagt. Warum alle unbedingt verkaufen wollten. Es kursieren eine Menge Gerüchte. Von Strahlungslecks bis hin zu Geistergeschichten. Meiner Meinung nach spukt es hier. Ich habe da meine eigenen Theorien, Mann. Folgendes. Ist wohl so ein Verschwörungstheoretiker, ne? Ja? Wieso glauben wir, dass die Geister nicht auch Jobs in der Geisterwelt annehmen müssen? Oh Gott. Kannst du mir folgen? Nee, ist so für mich, sorry. Okay. Also dieser ganze Ort hier war ein riesiges Industriegebiet. Und hier haben die ganzen Geister ihre Geisterarbeit gemacht. Geisterarbeit. Geisterboote oder was auch immer. Ja. Und dann, 2010, nach der großen Geisterkrise, haben alle ihre Jobs verloren. Diese Geisterkrise. Und jetzt schleichen sie überall rum und sind arbeitslos. Scheiße. So. Leute, okay, am letzten Teil vergessen wir das mit der Zeit. Wir müssen uns um die arbeitslosen Geister kümmern. Ja, das klingt nach einer Theorie. Ja, gut, dass du die Wertung rausgelassen hast. Kann ich mich eigentlich da auch rüber... Das funktioniert nicht. Okay, ich dachte, vielleicht geht das. Wieder was gelernt. Aber eigentlich war ich da schon richtig, da hochzugehen, meine ich. Es war zumindest gelb und gelb heißt immer. Ja, heb mich hoch. Du lässt dir schon was einfallen. Ja, heb mich mal hoch. So, dann darf ich jetzt hier endlich ausreden. Er war ein Footballspieler. Das ist etwas, was man irgendwo in schriftlicher Form nachlesen kann. Hat aber irgendeinen Unfall oder sowas gehabt und musste sich deswegen ja als Taxifahrer durchschlagen. Und oh mein Gott! Das ist... Oh, ich freue mich so auf den neuen... Das ist echt, ja. Also musste ich als Taxifahrer rumschlagen und verkehrt jetzt auch so ein bisschen im Bereich Verschwörungstheorien und... ist ein bisschen abgedrehter Typ, ein bisschen crazy. Aber ist halt witzig, was halt mitunter ein Grund war, warum ich kompromisslos ausgewählt habe, dass wir nämlich ihn als Begleiter haben. Sonst hätten wir Amy gehabt. Die ist jetzt ja leider gestorben. In den Kopf geschossen, haben wir ja gesehen. Aber irgendwie wäre halt nicht lustig gewesen. Die wäre professioneller gewesen und schlau und so weiter und hätte sich auch besser angestellt an, ich sag mal, Sammeln von Daten. Aber, ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Aber die hätte halt, ich habe den Faden verloren. Okay, lassen wir das. So, hier gab es hier noch irgendwo so eine Kronon-Quelle? Ich meine nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Also ein paar Kronon-Quellen sollte ich schon mitnehmen. Mit zumindest ein bisschen was. Okay. Oh, okay. Aber hier kann ich noch mal was sprengen. So, ist das jetzt der Moment, wo ich hier... Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Ja, genau. Hup. Oh, nein, 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 nein. Ich habe mich da noch nie so bescheuert angestellt. Jetzt darf ich da komplett wieder hoch. Der Pfad wird ein bisschen länger. Aus Prinzip, weil ich mich hier gerade so scheiße anstelle. Damit man ein bisschen was schafft. Ja. Ist jetzt natürlich nicht so geil, mir da doch mal dabei zuzusehen, wie ich das doch mal versuche. Aber ihr seht schon, ich muss schon immer gegenhalten. Gegen das bescheuerte Gelenke hier. Ich könnte natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen, aber das mache ich halt auch nicht so gern. Ich versuche es einfach nochmal. So.
Vorsichtig, konzentrier dich und so. Das bleibt unten, aber das brauchen wir auch nicht, wie er so komisch springt. Okay. Ich kann das natürlich auch anhalten. Muss ich nicht dashen. In Ordnung, das wäre erledigt. So, hier fällt nichts mehr runter. Es war nur die eine Stelle, okay, gar nicht so schwer. Mit Zeitstoppen funktioniert das also ganz gut. Dann wollen wir mal das Fenster, würde ich sagen. Ja, genau, ich jump gegen die scheiß Wand. Geschafft. So. Jetzt zur Tür. Zur Tür, jetzt haben wir hier einen Ventilator. Alles unordentlich hier. Ja, bestimmt auch schon der ein oder andere Räuber unterwegs, kann ich mir vorstellen. Gucken, ob man hier noch was abgreifen kann. Das hier sieht sehr nach Monarch aus. Oben total zerstört, so, und hier drinnen technisch modern. Das war der falsche Knopf. Die Frau kenne ich gar nicht. Jill Kenstrew. Jack Joyce, okay. Irgendwelche Monarch-Mitarbeiter? Monitore, was zu trinken, Kaffee. So, dann machen wir erstmal unserem Kumpel auf. Ja, komm rein. Puh, so langsam wurde ich nervös. So, und hier haben wir jetzt... Oh, hier haben wir okay, ein Radio. Wo gehen wir jetzt? Aber lassen wir ihn erstmal reden, oder? Hey, da drüben ist eine Karte. Die kann uns den besten Weg zu den Trockendocks zeigen. Die habe ich noch gar nicht beachtet, die Karte. So. Ground Zero. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Möglicherweise musst du durch den Bereich, den man Ground Zero nennt. Was ist denn das? Das ist genau die Gegend, in der mein Bruder seine Werkstatt hatte. Ob das zusammenhängt? Hat etwas mit der ganzen Sache zu tun? Das werde ich herausfinden. Du bleibst besser hier. Ich habe das Gefühl, der nächste Teil wird etwas unangenehm. Okay, unangenehm ist nicht so mein Ding. Aber ich kann dir über das Funkgerät sagen, wie du zu den Trockendocks kommst. Kanal 3. Ich werde die Tür für dich öffnen. Klingt gut. Pass auf dich auf. So, okay. Hören wir uns das noch an. Helikopter ist im Anflug auf. Hey, Clarice. Bist du's? Hier ist HQ Alpha. Charlie, ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kanal frei halten. Ist okay, Clarice. Hör mal, ich soll für Hedge nach Joyce suchen. Ich habe Aufnahmen von Burke, wie er in A1 eine Wache kalt macht. Jemand hat einen Monarch-Truck offen gelassen. Alles klar. Ich helfe dann von hier. Und entweder schlafen die Wachen oder eben nicht. Wenn du verstehst. Verstehst du's? Joyce. Und alles deutet darauf hin, dass er vorhat, einige super teure Sandburgen zu zerstören. Ich halte weiter nach ihm Ausschau, wollte euch nur schnell warnen, okay? Over und out oder so. Da hat sich der Charlie mal eben in einer Militärfrequenz eingeitet. Eingehackt will ich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass es ein großer Akt für ihn ist, als Monarch-Mitarbeiter. Okay, hier haben wir sonst irgendwas Interessantes. Vielleicht eine Kronenquelle. Das hier sieht hell aus. Es ist aber leider nur ein Licht, ja. Okay. Darauf falle ich auch sehr oft rein. Ich denke mir, oh, was hell ist, eine Kronenquelle. Aber noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Oh, jetzt kann ich die Zeitexplosion. Direkter Beschuss! Naja, Beschuss würde ich es nicht nennen. Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Oh. Sie nahmen sprunghaft zu. Na Jungs. Es geht ab. Da, 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 da. Das läuft doch hier ganz gut. Okay. Jetzt haben wir auch eine Zeitexplosion. Die hat einen sehr hohen Cooldown allerdings. Die Lagerhalle hat zwei Hälften. Finde den Ausgang, nimm den Weg zur anderen Seite und sag Bescheid, wenn du angekommen bist. In Ordnung. In Ordnung, okay. Da dürfen wir nicht durch. Die, Schauspieler der Serie übrigens, die kennt man auch noch aus anderen Gebieten. Hier haben wir Sean Ashmore zum Beispiel, den könnte man zum Beispiel aus X-Men kennen, als Iceman. Deswegen witzig die Anspielung von dem Taxifahrer, von wegen, dass wir ein X-Man wären, oder Frage, ob wir ein X-Man wären. Dann gibt es da noch Aidan Gillen, den kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones als Littlefinger. Das ist hier Apothecary. Lance Reddick, da kennt man vielleicht aus Lost oder Fringe, das ist Martin Hedge. Oder, unser Bruder Will kennt man ja vielleicht aus Herr der Ringe als Merry, den Hobbit. Oh, ich will auf jeden Fall deine Waffe haben. Schrotflintenschütze klingt gut. So, das ist natürlich jetzt schon mal das erste Mal ein bisschen krasserer Gegner.
Im Sinne von, hält halt mehr aus. Naja, gut, so viel war das jetzt nicht. Gib mir mal deine Waffe. Oh, ich hab die halbautomatische Schrot. Stimmt, die hatte ich ja schon. Okay. Hab ich dich nicht gerade eben ausgewählt? Doch, hab ich. Das wollte ich gar nicht. Mal eben das Schild aufmachen. So. Die hauen wir um. Und. Ups. Sturmgewehrmuni. Da könnte mal jemand hingehen zu dem Feuerlöscher. Dann lassen wir es ordentlich krachen. Moment, hier war gerade jemand, ne? Na, Kumpel? Das sieht jetzt sehr Kronenquellenmäßig aus, oder? Mann, wieder drauf reingefallen, dass es einfach nur hell war. Nun gut, was haben wir hier? Eine Maschinenpistole. Okay, eigentlich könnte ich gleich nochmal die Zeitexplosion machen. Ist hier noch jemand? Ja, okay, hier hinten. Da ist wieder so ein bisschen dickerer. Ein dickerer Typ. Und sollten wir vielleicht mit der Zeitexplosion umnieten? Oh. Haben wir dich nicht umgenietet? Okay, der hat mehr ausgehalten, als ich das in Erinnerung hatte. So. Dich haben wir. Du bist auch erledigt und. Ja gut, du Kumpel, du bist. Ja. Nicht so krass. Du bist noch von da drüben. Okay, damit es weitergeht, müssen wir die Gegner allerdings alle ausschalten. Das heißt, ich muss wieder zurück, fürchte ich. So, Kumpel! Was geht? Einfach One-Shot mit der Shotgun. Also gut, Taximann. Wo muss ich lang? Ich heiße übrigens Nick. Den Namen wusste ich übrigens nicht mehr. Okay. Nick heißt er, okay. Auf der oberen Ebene ist eine Tür, die zu einem Skywalk führt, aber du musst wohl erst die Sicherheitssysteme ausschalten, bevor du sie öffnen kannst. Und wie schaffe ich das? Auf der Karte ist eine schnörkelige Linie eingezeichnet, die von der Tür zu einem großen Quadrat führt. Und von dem Quadrat führen zwei Schnörkellinien zu kleinen Kreisen. Super, erklärt. Was zum Teufel soll das heißen? Was soll ich hier tun? Ich weiß nicht, Mann. Ich bin nicht der Superheld. Finde die Tür, folge der schnörkeligen Linie zu einem Kästchen, mehr komische Linien, Kreise, das Sicherheitssystem wird deaktiviert und fertig. Gut, da kann doch gar nichts mehr schief gehen bei der Anleitung, oder? So, hier haben wir... Abgeschlossen. Wie er gesagt hat, ich muss der schnörkeligen Linie folgen. Okay, Schnörkellinie wahrscheinlich dieses Kabel hier. Folgen wir der schnörkeligen... Linie. So, wenn ich mich richtig erinnere, waren das aber nicht die letzten Gegner, die uns hier begegnen. Hier rauf und dann darüber, denke ich mal. Ups. Okay. Oder ich musste Zeitfähigkeit einsetzen. Hey, wie läuft's, Boss? Ich suche immer noch nach Kreisen. Ach so. Das sind nicht im wahrsten Sinne des Wortes Quadrate und Kreise. Das Quadrat ist eine Art Sicherheitskonsole. Schnörkellinien sind Kabel, glaube ich. Folge den Kabeln. Das hättest du mal ein bisschen früher sagen können? Ja. Sicherheitssystem deaktiviert. Wow, das ging aber fix. Ja, na klar. Ja, Charlie Wincott, mal sein Profilbild. Ist halt auch so. Ist halt so nice. An Mr. Hedge, Beth Wilder, bezüglich Monarch. So, was haben wir? Das neue Zauberwort ist jetzt, ab jetzt, falls ihr danach gefragt werdet, ist jetzt auch jetzt Charlie. So. Na, den kriegen wir. Ah, falscher Knopf, ich wollte dashen. So, okay. Euch hauen wir um. Oh, du bist wieder ein Dicker. Ein Dicker. Oh oh. Hat das Side-Shit aufgemacht?
Ich flankiere euch eigentlich nicht, ich stehe eigentlich direkt vor euch. Das würde ich nicht flankieren nennen, aber... Die Gegner sind so angenehm, die komplett ungerüsteten sind wieder schon Kappe auf. Bist du schon platt oder was? Nee, irgendwie konnte ich ihn gerade nicht erledigen. Okay. Das war aber noch nicht der letzte. Schade, Zeitexplosion sind nicht wieder ready. Bist du noch am Start, Uli? Ja, okay, die Zeit war angehalten, dann können wir die natürlich nicht töten. Gut, das dürfte es gewesen sein. Ab zurück zu den Quadraten. So, hier war geschlossen und ist jetzt offen. Übrigens für die Leute, die sich fragen, ob sich so viel ändert, wenn man die verschiedenen Entscheidungen trifft. Also in den Fernsehen zum Beispiel, im Film haben wir ja gesehen, die reden darüber, dass die Leute da verschwunden sind bei Monarch und sowas. Sowas ändert sich. Eine Szene mit Liam Burke und seiner Frau war ein bisschen verändert. Also gab es schon ein paar im Detail, ein paar Änderungen. Jetzt zum Beispiel, dass wir einen Taxifahrer haben. Wir haben... Nick, ich bin auf der Brücke. Oh, der Karte nach gehst du in Richtung einer Lagereinrichtung für Meyer-Joyce-Partikel und Gewinnungsausrüstung. Joyce-Partikel? Diese ganze Operation beruht auf der Forschung meines Bruders. Deines Bruders? Glaubst du, er arbeitet für... Nein, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Aber Paul plant etwas Großes. Versuch mal mehr herauszufinden. Ja, mach ich. Ah, gut, ich weiß jetzt, wo wir sind. Was ich gerade sagen wollte, war, der Radiosprecher zum Beispiel ist jetzt noch Bobby Redford. Und ansonsten wäre das zum Beispiel ersetzt worden, hätten wir PR gewählt durch so eine Monarch-Mitarbeiterin. Legen wir los. Zumindest ist die Pro-Monarch eingestellt. Also es gibt hier und da ein paar Detailänderungen. Der Ausgang des Spiels, worauf das hinausläuft, so mit der Story und so, ist aber immer das Gleiche eigentlich. Große technologische Fortschritte gemacht. Manche Charaktere sterben halt, wenn man manche Entscheidungen trifft, manche leben, manchmal arbeitet man mit anderen Charakteren zusammen. Solche Dinge ändern sich. Also erwartet jetzt keine komplett verschiedenen Geschichten durch die Entscheidung. Oh, hier ist eine Feuerstoßpistole. Zu einer hochkonzentrierten Emission von Kronenpartikeln, wodurch die perfekten Bedingungen für ihre Gewinnung geschaffen wurden. Das Ergebnis der Kronen-Gewinnungsanlage sehen Sie heute vor sich. Monarchs hauseigene Kronen-Wissenschaftlerin. Sie muss vieles von dem wissen, was auch Will wusste. Ganz besonders der Kronen-Feldregulator oder CFR. Bei dem das lasse ich jetzt laufen, weil das wichtig ist. Handelt, das Gerät. Eine Stabilisierung und Regulierung großer Mengen dieser Partikel gewährleisten kann. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden alle Kronon-Behälter von hier zur Monarch-Zentrale transportiert, wo sich der CFR befindet. Ausschließlich autorisiertem Personal ist der direkte Umgang mit den Behältern gestattet. Mit Betreten der gelben Zone werden singuläre temporale Anomalien häufiger. Das heißt, ihr Auftreten häuft sich, je näher man sich am Ground Zero befindet. In dieser gelben Zone befinden sich konzentrierte Kronon-Taschen, unsere Primärziele. Das Betreten von Ground Zero selbst ist auf keinen Fall gestattet. Wir bezeichnen diesen Bereich als die rote Zone. Dort herrscht kein einheitlicher Zeitfluss mehr und es können ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auftreten. Viele, die Ground Zero betreten haben, sind nie wieder zurückgekehrt. Wir wissen, dass es am 8. Oktober 2016 zu dem Riss kommen wird. Wir nehmen an, dass ab diesem Zeitpunkt die Kronon-Konzentration am Ground Zero langsam sinken wird, bis keine Zeitanomalien mehr auftreten. Okay, das hatten wir ja schon. Das war die Explosion der Zeitmaschine in... Oh, habt ihr mich bemerkt? So schnell? Weil ich dachte, ich war so schön sneaky unterwegs. War ich offenbar nicht. Oh, okay. Steht doch ganz schön unter Beschuss. Dann wollen wir mal... Lass es mir krachen! Okay. Ein Dicker. Oh, das war nicht die Attacke, die ich einsetzen wollte. Na, komm mal her, mein Freund. Oh. Okay, das war kein krass gepanzerter Dude. Hier ist noch jemand, oder? So, das hier müssten wir zerstören können, wenn wir den Zeitstopp anhalten. Oh, ich dachte zumindest, dass das funktionieren würde. Weil diese Kronon-Gewinnungsbehälter...
dachte, die könnte man zerstören, indem man da einen Zeitstoffer drauf anwendet. Nein. Okay, probieren wir es ein andermal. Oh. Da ist noch jemand, den habe ich nicht gesehen. Okay, wie komme ich zu euch hoch? Das ist einfach mal. So. So funktioniert das. Nein, das ist eine Granate. Oh, gut. Nick, in der Gewinnungslagerhalle. Im Erdgeschoss gibt es keinen Ausgang, den du nutzen kannst. Schau dich weiter oben um, wenn du bereit bist. So, jetzt will ich aber versuchen, das Ding hier platzen zu lassen. Ja, okay, das funktioniert. Bringt leider nicht besonders viel. Und ich glaube, das setzt sich auch wieder zusammen, oder? Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Okay, bleibt zerstört, okay. Ein paar Sachen hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, aber okay. Es muss etwas geben, womit ich dort hochkommen kann. Ja, ich muss schauen, wie du da hochkommen kannst. Da könnten wir zum Beispiel rüberspringen, soweit ich das sehe. Hier kann man hoch, aber da landen wir da, wo wir das Video gesehen haben, oder? Das ist doch dann nicht richtig wahrscheinlich. Nee. Gehen wir mal dahin, wo man gerade hochspringen konnte. Dann können wir vielleicht rüber. So, vielleicht da auf die... Okay, das ging nicht. Moment, das versuche ich doch nochmal. Das geht tatsächlich nicht. Als ob er sich da nicht festhalten kann. Okay, dann müssen wir das anders suchen. Dann gehen wir... Hier irgendwo lang vielleicht? Ja, ich irre in Spielen ja gerne mal ein wenig herum. Da soll ich hin, okay. Ah ja, da ist wieder was zum Runterschießen, okay. Und damit kann ich dann, ich glaube, das hier war die Stelle, wo ich sagen kann, warum auch immer das beim ersten Mal nicht funktioniert hat. So ein Lift fährt man nicht jeden Tag. Das muss auch seltsam sein. Wenn man da durch Zurückspulen der Zeit nach oben gezogen wird. So, okay, da unten. Musste ich da unten hin? Ich weiß es nicht. Hey Jack, ich habe hier was über deinen Bruder. Monarch hat seine Werkstatt ab 1999 überwacht. Sie setzten ihn unter Druck und 2010 brachten sie ihn dazu, seine Werkstatt zu verkaufen, um rund um das Gebäude eine Kronon-Gewinnungsanlage zu errichten. Was hat Will da drin gemacht? Diese Jahreszahlen, 1999 und 2010, tauchen immer wieder auf. Ah, jetzt kommt's. Das ist gruselig. 2010 minus 1999 ist 11. 11 mal 2010 und das Ergebnis umdrehen ergibt 01122. Kommt nicht ganz hin, aber es ist ganz nah an unserer Postleitzahl. Ja, halt mich auf dem Laufenden. Okay, das war doch aufschlussreich. Das Ganze an der Postleitzahl von Riverport. Okay, hier ist doch gelb. Das klingt so, als müsste ich da rüber, oder? Ich kann nicht. Ich kann da gar nicht rüber, aber wie komme ich hier lang? Hier war ich gerade, aber hier? Glaube ich. Oder, ach so, hier konnte ich vorher gar nicht hin. Hier waren die beiden Soldaten, richtig? Okay. Schauen wir mal hier, ob wir vielleicht noch was finden. Vielleicht eine Kronon-Quelle vielleicht? Schade, das wäre ein guter Ort gewesen, oder? Ansonsten ist hier nämlich nichts. Okay, keine Kronon-Quelle. Dann... Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das sah komisch aus. So, und wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Okay, dieses Gerät... Ist das das, was ich denke? Aber es ist nicht aktiv, okay. Ich schaue mich hier gerade noch mal ein bisschen um. Hier haben wir doch mal was. Hallo. Drückt halten. Ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Ich habe sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also Finger weg. Ja, deswegen sind wir überhaupt hier, weil wir ja Paul vermuten an den Trockendocks. Und denen haben wir einige Fragen zu stellen. Was hier eigentlich los war. Er ist so lange in der Vergangenheit gewesen. Warum hat er Will getötet? So, der Containergenerator ist hinüber.
Aber wir könnten die Autobatterie benutzen, indem wir das Ding einfach mal starten. Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Oh, Radio. Jetzt kommt es richtig dick. Richtig dick und Bobby ist wirklich sauer. Okay. Wir wissen nicht, was genau da abging, aber die Bibliothek ist weit vor dem Zeitplan zerstört worden. Es hat sogar Tote gegeben. Und alles deutet darauf hin, dass die Sicherheitsleute von Monarch Überstunden gemacht haben, um sich ihre Schläger ihren Abzeichen zu verdienen. Und warum? Warum das alles? Keine Ahnung. Und Monarch will es uns nicht sagen. Wir haben nachgefragt, aber konnten nichts erfahren. Wir wissen, dass die Sprengsitze vor dem Zeitplan hochgegangen sind. Wir haben Berichte über extrem brutales Vorgehen. Wir wissen auch, dass Schüsse abgefeuert wurden. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die niemals mehr ihre Familien sehen werden. Verdammt nochmal. Und wie steht die Polizei zu der ganzen Sache? Es ist Zeit für ein paar Antworten. Ja, die Leute fangen an, Fragen zu stellen. Monarch hat sich jetzt natürlich nicht so clever rausgeredet mit PR, sondern sich die Leute umgebracht und die werden jetzt vermisst. Ausgeleert. Okay, hier ist der Laptop. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat Aufnahmen von irgendeinem Idioten, der von einer Sicherheitsstation in der Nähe auf Facebook zugreift. Bitte sag mir, dass besagter Idiot nicht zu dir gehört. Nick, ich muss zurück ihn holen. Nein, ich werde ihn einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack, tu nichts Unüberlegtes. Ah, vielen Dank für das Vertrauen. Hier, dieser Bruce Livingstone, der schreibt hin und wieder, kann man im Spiel finden, Drehbücher, die er sich zu dieser ganzen Geschichte mit der, ja, mit den Kronon-Partikeln und so weiter überlegt hat und schickt das an die Dr. Emeril, die sich ja den Bruder von also Will quasi orientiert, durch ihn inspiriert wurde und viel von ihm gelernt hat, durch seine Arbeit und so weiter. Okay. Als nächstes müssten wir... Ach, ich habe den falschen Ausgang genommen. Ich bin wieder da reingegangen, wo... da rausgekommen, wo ich reingegangen bin. Mann, Nick, bist du noch da? So. Scheiße. Nick ist nicht mehr da. Okay, ist das jetzt schlecht? Ich gehe mal nicht davon aus, dass Beth Wilder so schnell bei ihm war. Okay. Das könnten wir hier vielleicht... Na gut. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, dann muss ich das von hier aus machen. Dann muss ich das halt von hier aus machen. Deckung, boom. Okay. Gott, das war knapp. Das war knapp. Okay. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Problem habe ich immer wieder. Bei jedem meinem Spielstand bisher. Dass ich hier nicht hochkomme. Oder muss ich das wieder zurücksetzen? Okay. Offenbar habe ich jedes Mal. Ich habe mich hier jedes Mal schlecht angesetzt. Das muss ich mich beeilen, weil das bricht gleich wieder zusammen. Ja, das kann er nämlich erschlagen. So. Ich habe jetzt mal versucht, darüber zu laufen, weil das sah so aus, als könnte man darüber laufen, aber das Spiel wollte, dass man die Zeit zurückdreht. Okay. Ja. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir... Die zwei habe ich schon mal erledigt. Ich war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Kopf und Dorf. Da habe ich auch mal was getroffen. Du gehst rein. So, da ist noch jemand. Na, Kumpel? Das war der letzte. Okay, das war jetzt mal nicht so schwer, aber das... Eigentlich zieht der Schwierigkeitsgrad ab diesem Teil schon mal... ...etwas an. Wir kriegen es auf halt mit Gegnern zu tun, die... ...besser ausgerüstet sind als diese gewöhnlichen Soldaten hier. Das wird dann ein bisschen komplizierter. Also ich meine jetzt nicht diese hier, die sind halt einfach fetter gepanzert. Ja, wie nennt man sowas? Bullet Sponge oder sowas.
Die hat einfach mehr Kugeln vertragen, aber... Ach, jetzt sind schon mal zwei hier. Okay, das ist schon mal eine Änderung. So. Zeitschild aufmachen. Na, komm, 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 lass mich nicht sterben. Du kippst doch jetzt bestimmt langsam um. Ach, schade. Das habe ich leider verkackt. Ich hätte gedacht, er kippt ein wenig schneller um. Dass wir das noch schaffen in der Zeit. Na gut. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Ground Zero. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Ja, die Frage, die man sich stellen müsste, ist, warum ist das eigentlich Ground Zero? Warum kann man hier Kronenpartikel gewinnen? Wieder eine Sache, die uns der gute Will vielleicht mal erklären hätte können. Aber die Situation, die ganze Sache mit dem Einfall von Monarch in der Bibliothek und so, war ja auch ein bisschen unpassend. Vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, um ruhig über alles zu reden. Ah, hier geht das auf, okay. Dann kann ich da ja quasi auch durch. Boah, ich habe zwei Zeitstopper benutzt. Und die halten echt mehr aus, als ich das in Erinnerung habe. Okay, so, da haben wir noch einen Dude. Ein ganz normaler Billig-Dude. Ein bisschen Billig-Dude. Hier ist ein bisschen Muni, das ist ganz gut. Da. Für dich brauche ich sowieso nur einen Schuss. Zeit. Halt an. Okay, ich glaube, jetzt können wir den Kampf dezent umgehen, indem wir hier rüber. Indem wir hier... Das funktioniert normalerweise, ja. So. Da sind die Leute. Genau, das wollte ich diesen Part nämlich noch machen. Bis zu diesem Punkt wollte ich nämlich noch kommen. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen kleinen Cliffhanger now. Diesen Kampf filmen wir dann im nächsten Part weiter. Von Crunch'n'Wave. Bleibt dran. Bis dann, ciao. Euer Quidnow.